Mein Name ist Arthur Richter. Ich bin angestellt bei der Cybit als Designer. Vermutlich hier eher eine Randgruppe. Sitzen Designer hier im Publikum? Ah, ja. Okay. Als Designer heutzutage, wenn man da so irgendwie in die einschlägigen Medien schaut oder Blog-Einträge liest, da kann es einem tatsächlich Angst und Bange werden. Das reicht von entweder sind plötzlich alle irgendwie Designer, was ja schön ist auf der einen Seite. Andererseits hat man schon so ein bisschen Angst, eventuell vielleicht verdrängt zu werden. Also kann das jetzt plötzlich jeder und was ist eigentlich Design und was ist nicht Design und wo sind da die Grenzen? Dann gibt es die Aussagen, Webdesign ist tot. Brauchen wir nicht mehr, wir haben genügend Templates, Vorlagen, wer braucht das eigentlich schon? Dann gibt es viele Leute, die sagen, es sieht sowieso alles gleich aus. Ne? Also hier schön, wir sind, we are unique, find out how unique. Man hat ja immer schön den Banner oben drin mit einem Slider, ein paar warme Worte und die obligatorischen drei Spalten. Langweilig. Dafür braucht man doch eigentlich keine Designer. Und wenn das noch nicht reißt, dann heißt es einfach, das beste Interface ist überhaupt kein Interface. Das heißt, wir brauchen die Leute eigentlich gar nicht mehr. Wir machen alles mit Bots, mit Conversational Interfaces, User Interfaces, also Screen Design ist völlig überflüssig. In Zukunft reden wir einfach mit unseren Rechnern. Wie gesagt, da kann es einem tatsächlich ein bisschen Angst und Bange werden. Und da tut doch vielleicht ein Blick in die Vergangenheit manchmal ganz gut. Früher war alles besser. Früher, da haben die Designer sich noch mit richtigem Design beschäftigt, haben Corporate Design Manuals erstellt, aufwendig in schönen Büchern, wo sie alles haarklein aufgeschrieben haben, schön gesetzt, in einem gescheiten Layout. Das ist auch tatsächlich so geblieben beim Blättern und hat sich nicht irgendwie verändert, nur weil man das Browserfenster irgendwie größer oder kleiner gezogen hat. Und dann konnte man sich wundervoll austoben, konnte Richtlinien erstellen, wo Logos zu sitzen haben, auf den Klamotten, auf den Autos, auf den Flugzeugen, ja sogar auf dem Space Shuttle. Das muss ja alles seine Richtigkeit haben, da kann nicht einfach irgendjemand hergehen und das Logo an die falsche Stelle pappen. Und sogar bei den Satelliten muss man natürlich darauf aufpassen, weil wenn da jemand vorbeifliegt, dann sollte das schon auch Corporate Design konform sein. Das Ding ist, diese Designer, die saßen eben in ihren Elfenbeintürmen und haben ihre kleinen Konzepte ausgeknobelt, haben in Photoshop ihre Grafiken erstellt, ihre Designs erstellt und dann in dem großen Moment an die Zuschauerschaft oder die Entwickler weitergegeben, die Erkenntnis. Und die sind dann natürlich los und konnten dann natürlich genau das so machen, wie sich die Designer das immer vorgestellt hatten. Also das lief im Web nicht immer so. Also als Webdesigner hatte man so in den 90er Jahren eher so das Problem, dass man von den echten Designern belächelt wurde. Also ein bisschen Pixel schubsen, das ist ja wohl kein echtes Design. Das hat sich natürlich ein bisschen verbessert über die Jahre, aber nicht allzu sehr. Das Web hatte eben sehr, sehr starke Einschränkungen. Kleine Bildschirmauflösung, 800 Pixel Breite war da schon prima, später 1024. Geringe Bandbreiten, man konnte im Grunde keine oder nur sehr stark verpixelte Bilder einsetzen. Und dann sah das eben so aus. Das ist eine der ersten Netflix-Websites oder Homepages von damals. Noch relativ trist, würde ich sagen. Aber immerhin schon erreichbar. McDonald's hat sich viel Mühe gegeben. Ja, hier hat man sich wirklich auch ein bisschen verkünstelt und man hat dem Nutzer auch schon erste Hinweise zur Nutzung gegeben, nämlich man sollte doch bitte auf die Erwachsenen klicken und dann kommt man in den Erwachsenenbereich oder auf die Kinder klicken und dann kommt man in den Bereich für die Kinder. Das ist sehr nett. Sicherheitshalber hat man hier unten die Links auch nochmal reingepackt.
Diese Sachen mit dem Beschreiben hat McDonald's tatsächlich weiterhin auch so betrieben, etwas sachlicher vom Design, aber immer noch hier, click the buttons below to view our featured section. Also man hat eigentlich seinen eigenen Skills nicht so wirklich getraut. Ja, diese Sachen mussten trotzdem gestaltet werden. Das hat man früher in Photoshop gemacht, heute teilweise immer noch. Also im Grunde in einem Fotobearbeitungsprogramm oder Bildbearbeitungsprogramm, was nicht immer so prima dafür geeignet war, dem skalierbaren, dem responsiven Web auch damals schon unterschiedlichen Browsergrößen gerecht zu werden. Ja, in der nächsten Ausbaustufe schon etwas bunter, etwas gewagter, sage ich mal. Und auch Apple hat sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Das war übrigens bevor, das ist von 1997, bevor Steve Jobs kam. Also 98 hat sich das dann nochmal ein bisschen geändert und man hat das ein bisschen verbessert. Adobe, ähnlich, relativ schlicht, einfach, mit Links, wenig Bildern. Das heißt für den Designer eigentlich nicht unbedingt die Spielwiese, auf der man sich austoben kann, auf der man quasi seine Kreativität und seine Liebe zu dem Medium an die freien Lauf lassen konnte. Es hat sich geändert. Wir sind Gott sei Dank nicht mehr in den 90er Jahren. Wir haben andere Bandbreiten. Wir haben die Möglichkeit, mit großen Bildern zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, mit Videos zu arbeiten. Wir können viel emotionaler an Themen rangehen und wir können unseren Nutzern natürlich auch viel besser entgegenkommen, sie auch viel besser verführen und sie anfüttern im wahrsten Sinne des Wortes. Also McDonald's hat hier schon ein bisschen was gemacht an ihrer Website in den letzten 20 Jahren. Netflix, so sieht es heutzutage aus. Das Ding ist natürlich, dass das Web heutzutage nicht nur Desktop ist, sondern eben ganz viele Devices zusätzlich noch. Wir haben Smartphones, wir haben Tablets, wir haben Fernseher, wir haben Smartwatches und. Und darüber hinaus gibt es noch ganz viele andere Anwendungen, die jetzt in erster Linie vielleicht gar nicht unbedingt eine Nutzeroberfläche haben, die aber trotzdem mit dem Internet verbunden sind, über das Internet miteinander kommunizieren. Ob das jetzt Glühbirnen sind oder Kaffeemaschinen oder Waschmaschinen, Autos, Virtual Reality, Klimaanlagen und so weiter. Diese ganzen Geräte tauschen Informationen untereinander aus und wollen natürlich auch irgendwie konfiguriert, bedient, administriert und eingerichtet werden. Das heißt, das Web mit den zunehmenden Bandbreiten, mit den zunehmenden Möglichkeiten hat auch völlig neue Geschäftsmodelle hervorgebracht, die vorher überhaupt nicht möglich gewesen wären. Ein Trend, der sich sehr deutlich abzeichnet, ist der, dass es immer stärker dahin geht, dass man von dem Produkt als abgeschlossene Einheit, als unveränderbares Ding, was man sich kauft und irgendwo hinstellt und hofft, dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann wirft man es weg und kauft es die nächste Variante davon und hofft, dass es dann besser ist. Von diesem Gedanken geht man immer stärker weg zu dem Service-Gedanken. Das heißt, ein Produkt ist eben veränderbar, zeichnet sich durch die Software aus, zeichnet sich durch die Bedienung aus, durch die Möglichkeiten. Die Produkte können sozusagen on the fly durch Updates mehr an Features bekommen, weniger an Features bekommen und so weiter. Beim Thema Photoshop sieht man das ganz gut. Da gibt es nämlich eben nicht mehr das Photoshop, was man sich irgendwo kauft für 2.000 € oder was es damals gekostet hat, sondern man mietet sich das. Also man hat eine Applikation auf dem Rechner, mietet sie für eine bestimmte Zeit, kann die eben nutzen. Die Möglichkeit zusammenzuarbeiten ist sehr viel wichtiger geworden als früher und man bezahlt das Ganze dann mit einem monatlichen Betrag. Das bedeutet natürlich, dass die Nutzung von solchen Produkten anders ist als auf die herkömmliche Art und Weise. Nämlich in dem Moment, wo ich anfange, eine Plattform zu nutzen, in einem zeitlich begrenzten Raum, muss ich mit dieser Plattform interagieren. Ich trete in einen Dialog mit der Plattform. Das ist ein Geben und ein Nehmen, es ist ein Gespräch. Das ist bei Produkten, bei physischen Produkten sowieso, aber auch bei Softwareprodukten früher anders gewesen. Dieser Herr
der hat das relativ früh schon in Anspruch genommen, diesen Service. Der hat nämlich kein Produkt, also kein Haus in dem Sinne, wo er wohnt, sondern er wohnt im Hotel, im Atlantik. Das hat sehr viele Annehmlichkeiten, sehr viele Vorteile. Er muss sich nicht um den Rasen kümmern, er muss nicht das Dach reparieren, er muss nicht gucken, dass er da irgendwie seine Glasfaser oder Kabel irgendwie reinbekommt. Er geht einfach nur rein, wird empfangen, geht auf sein Hotelzimmer oder auf sein Zimmer und der Service ist der entscheidende Gedanke. Das ist das, wofür er zahlt. Genau. Das heißt, worauf es da jetzt stärker ankommt, ist nicht unbedingt die Hardware, die Räumlichkeiten, sicherlich auch, also die Features, die das Zimmer oder das Hotel bietet, sondern in erster Linie, wie man sich um ihn kümmert. Dass morgens halt eben das Frühstück auf dem Tisch steht, dass das Buffet gedeckt ist und so weiter. Und das, denke ich, haben wir alle selber auch schon festgestellt, wenn wir in Hotels unterwegs waren. Da gibt es Hotels unterschiedlicher Güte. Es gibt welche, die wahnsinnig schön aussehen. Vor kurzem war ich in so einem fast schlossartig und dann kommt man rein und irgendwie ist es leer. Und man hat so das Gefühl, ich fühle mich jetzt nicht so richtig empfangen und nicht so richtig willkommen. Naja, ich gehe mal aufs Zimmer, sieht da eigentlich alles ganz nett aus und ist auch im Grunde alles okay, bis man dann so Sachen findet wie irgendwie Kaugummis im Mülleimer und Haare im Waschbecken und all das. Und dann geht man abends essen und man findet eine sehr wenig umfangreiche Karte, die noch dazu noch überteuert ist und denkt sich, ach okay, gehe ich an die Bar und nehme einen Drink und bestellt einen Whisky Sour und kriegt einen Whisky Sour mit Bacardi. Und das ist dann der Punkt, wo man sich denkt, beim nächsten Mal schaue ich vielleicht doch nochmal, ob es noch Alternativen zu diesem Hotel gibt, vielleicht kleinere, vielleicht welche, die nicht so hübsch aussehen auf den ersten Blick, aber die mir eben das bieten, was ich eigentlich haben will. Ich möchte empfangen werden, ich möchte, dass sich jemand um mich kümmert, sich jemand mit mir unterhält, mir zuhört, mit mir in den Dialog tritt. Hier die Bar. Genau. Und das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, den noch nicht alle Unternehmen, die den Switch machen wollen von Produkt zu Service, gerade auch im Industriebereich, so richtig verstanden haben. Oft ist es so, dass man von Digitalisierung der Prozesse redet und man möchte vertriebliche Strukturen besser organisieren, damit das besser flutscht und es soll effizienter werden und effektiver werden. Aber den Dialog des Nutzers mit der Plattform, der wird oft eher stiefmütterlich behandelt. Und vergessen tut man eben dabei den Aspekt, dass bei einer Service-Plattform der Service die Experience ist, also das, was ich empfinde, meine Beurteilung von dem ganzen Dienst, von dem Ganzen drumherum. Nicht nur die Sache, die ich an der Bar kriege, ob das eine Tasse ist, die jetzt hübsch ist oder nicht, sondern es ist, wie wird sie mir gereicht, wie wird sie gefüllt, wie fühle ich mich dort. Und wenn man jetzt natürlich sagt, okay, wir wollen vom Produkt eher zum Service kommen, zur Service-Plattform kommen, dann hat man diese Gleichung, wenn das Produkt der Service ist und der Service die Experience ist, dann ist die Experience das eigentliche Produkt. Und deshalb muss man der Experience oder der User Experience natürlich Rechnung tragen und sich damit beschäftigen. Das ist auch gar nicht so einfach vielfach, aber es gibt eine Menge Möglichkeiten, das zu machen, mit Nutzerbefragung, mit Interviews, mit Personas und. Ich will jetzt auf die Methoden nicht unbedingt näher eingehen, sondern mich eher auf eine andere Sache konzentrieren. Und das ist tatsächlich bei einer Serviceplattform das User Interface, also das, was ich sehe, wenn ich mich auf eine Serviceplattform begebe. Und dann, wenn man mit Kunden redet in den ersten Gesprächen und fragt, ja, was stellt man sich denn so vor, was glauben Sie denn ist wichtig auf der Plattform, dann kommen im Grunde immer die gleichen Begriffe oder Anforderungen. Ja, es soll übersichtlich sein und es soll nutzerfreundlich sein und es soll natürlich auch selbsterklärend sein und es soll möglichst intuitiv zu bedienen sein. Wie erreicht man das? Übersichtlich. Das sollte eine Struktur haben, die mir die Übersicht bietet und gewährleistet.
Ich sollte versuchen, Empathie zu entwickeln für die Nutzer, die das Angebot tatsächlich später mal nutzen werden. Ich sollte mich in die Nutzer reinversetzen können. Wie gesagt, mit Persona und so weiter, User Journeys. Ich sollte gucken, dass die Begrifflichkeiten, die Elemente eindeutig sind und wiedererkennbar sind. Und es sollte in sich konsistent sein. Denn intuitiv, was ist Intuition? Intuition ist im Grunde, ich habe das Ding noch nie gesehen, aber ich weiß irgendwie, was es macht. Es ist, wenn da eine Lupe ist, dann weiß ich, aha, das ist wahrscheinlich eine Suche. Und das ist nichts anderes als Erfahrung. Als Erfahrung, als gelernte Erfahrung, die ich als Nutzer im Gebrauch oder in meinen Wegen im Internet auf unterschiedlichen Plattformen lerne. Und diese Konsistenz ist insbesondere dann wichtig, wenn es eben ganz unterschiedliche Applikationen gibt auf unterschiedlichen Geräten, dann wird das sehr schwierig. Unterschiedliche Betriebssysteme, unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedlich große Screens und dann irgendwann, wenn man als Nutzer in so einem Portfolio unterwegs ist und man sieht immer irgendwie anders aus, dann habe ich das Gefühl, ich finde mich da eigentlich gar nicht so richtig zurecht. Und das ist ein Gefühl von Unsicherheit und von Frust. Das möchte man natürlich vermeiden. UXPen, das ist eine Prototyping und Research Software, hat 2017 eine Umfrage gemacht von 3000 Unternehmen ungefähr, was die größten Anforderungen sind und die großen Herausforderungen momentan, um diese User Experience zu verbessern. Und da haben 59% gesagt, wir müssen die Konsistenz verbessern. Wir müssen gleichartiger werden. Wir müssen unseren Nutzern die Möglichkeit geben, Elemente besser zu erkennen und das Gefühl zu haben, ich bin immer im gleichen Kosmos unterwegs, ich muss nichts neu lernen. Ein Mittel, um das zu erreichen, ist, sich schlicht Vorgaben zu überlegen, wie bestimmte Elemente und Vorlagen eben aussehen sollen. Und die werden und wurden auch damals schon eben in solchen Corporate Design Manuals festgelegt. Heutzutage macht man das eher in einem Style Guide. Dann hat man irgendwann angefangen, okay, wir brauchen halt hier die Pixelabstände und wir machen da ein schönes Handbuch draus und das Handbuch, das stellen wir dann in den Schrank, in jeder Abteilung und dann steht das Ding dann da rum und dann steht das Ding da rum und es steht dann da rum. Und es ist viel Papier und keiner schaut eigentlich so wirklich rein. Und auf dem Weg zu einer konsistenten UI ist man so, sag mal, nach dem ersten Anlauf erstmal stecken geblieben. Obwohl man eigentlich doch irgendwie alles richtig gemacht hat, so glaubt man jedenfalls. Okay, also muss es noch mehr geben als diese Style Guides, die relativ starr und gedruckt sind und wo keiner so recht reingucken möchte. Die Idee, die dann darauf folgt, ist, machen wir das doch alles digital. Dann kann man das als PDF abspeichern, dann kann das jeder aus dem Intranet raussuchen und ich kann sofort hier mit Abständen, mit den typischen Redlines alles ausmessen. Die Entwickler sind froh, sie können sofort loslegen. Prima. Nur hat auch nicht immer so gut funktioniert, weil es trotzdem noch ein starres Dokument ist und irgendwo liegt. Macht nichts. Der nächste Step war dann, okay, wir müssen das Ding irgendwie besser zugänglich machen. Wir brauchen diese Style Guides online. Wir müssen gucken, dass da mehr Leute draufkommen. Und wir müssen gucken, dass wir dort unsere Styles, unsere Vorlagen schön denen einen Raum geben. Und da ist schon der erste Ansatz von diesem kleinen Gemüsegarten, der so prominent im Titel sitzt. Also ich habe meine kleinen Pflänzchen, da kann ich sie aufziehen, da kann ich sie unterbringen, da hat jedes kleine Pflänzchen, jeder Button, jede Farbe hat da seinen Platz und kann eben eingesehen werden, kann relativ einfach editiert werden von außen, sodass man eben ein Hauptproblem nicht so stark hat, das ist nämlich das Problem der Aktualität.
diese Style Guides, diese gedruckten und in PDF-Versionen vervielfältigten Style Guides, die werden nämlich wahnsinnig schnell nicht mehr aktuell. Und deshalb fangen Leute an denen vorbeizuentwickeln, weil das ist ja schon alt. Das ist ja der Style Guide von vor 3 Jahren. Den haben wir mal gemacht, den hat mal eine Agentur für uns gemacht, aber den können sie vergessen. Das ist zu alt. Aber wie gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung, Style Guides, die sozusagen online gepflegt werden können und einfacher gepflegt werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die auch tatsächlich aktuell sind, ist schon mal höher. Hier ist ein Beispiel von der Lufthansa. Frontify ist so ein Tool, mit dem man das online machen kann, indem man im Grunde sowas wie Farben, kleine UI-Elemente, Buttons und so weiter hinterlegen kann und die auch relativ einfach und später zugänglich sind. Anderes Beispiel ist Lingo. Ähnliches System, man sieht es, ne? Man hat hier dann eine Liste an Icons und Farben und kann sich da durchnavigieren und es ist schon mal gar nicht so schlecht. Also das Ding ist schon mal am Laufen irgendwie. Sieht noch ein bisschen unbeholfen aus, aber es läuft schon. Also es ist, ja. Das Problem, auch da, Aktualität, Kosten und Wildwuchs. So ein Ding zu erstellen ist natürlich teuer. Designagenturen sind teuer. Design ist aufwendig, kostet viel Zeit. Das ist einfach so. Das heißt, man macht das nicht so häufig. Man macht da einmal einen großen Schlag, der wird dann mit viel Tamtam sozusagen auch angekündigt. Dann gibt es eine Marketingagentur und eine Designagentur und dann gibt es eine Vorstellung. Alles ist prima und alles ist total happy. Aber wie gesagt, nach 2 Jahren ist das schnell obsolet oder schnell überholt. Und wenn das passiert, dann passiert eben der Wildwuchs, von dem ich vorhin erzählt habe. Der nächste Schritt, den man getan hat, ist, sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt User-Interface-Faces habe, die sowieso möglichst aus ähnlichen Teilen bestehen sollen und diese Komponenten sollen auf unterschiedlichen Applikationen gleich aussehen oder sehr ähnlich aussehen, dann macht es auch irgendwie Sinn, mir die zu speichern, sodass ich da jederzeit drauf zugreifen kann und die gar nicht neu irgendwie nach Vorgaben, nach Stilen, nach Style Guides erstellen muss, sondern mir einfach da rausnehmen, reinpappe und dann sind sie genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Man nimmt also diesen ganzen Wust an Styles und packt die in ein System und aus dem System kann man dann nicht nur ein Objekt bauen, sondern ganz viele. Okay. So ist gut, so bleiben. Ja, also hier Chaos, geordnet und aus dieser Ordnung kann man dann sehr viel einfacher die Komponenten basteln, die man eigentlich haben will. Ja, einmal verschluckt er sich immer noch mal und dann kommt er wieder. Das Problem daran ist, man hat dann zwar eine Ordnung und hat halt eine Sammlung, einen Setzkasten von ganz vielen kleinen Elementen und die stimmen auch für sich irgendwie, aber irgendwie und dann sieht das vielleicht so aus. Das heißt, man hat die ganzen Einzelteile und kann da auch alles Mögliche mitmachen, aber es sieht irgendwie trotzdem nicht, also ein bisschen dämlich aus teilweise. Aber schon beeindruckend. Pattern Libraries, komponentenbasiert. Das heißt, wir stellen uns Komponenten zusammen aus Einzelteilen, sogenannten Patterns, also Mustern. Diese Patterns sind so aufgebaut, dass sie im Grunde komplette Funktionseinheiten sind, mit Code und so weiter, den kann ich mir kopieren, kann den in meine Applikation pasten und kann dann, wenn sie gut gemacht sind, sozusagen ohne Quereffekte, die direkt einsetzen und alle sind happy. Es ist im Grunde aber noch immer eine Art von Bibliothek, also ein Nachschlagewerk, wo ich mir die Sachen raushole, verwenden kann. Aber der kleine Gemüsegarten nimmt schon mal so langsam Form an. Ist aber immer noch ein bisschen schwierig, damit umzugehen, weil es ist sperrig. Und je länger man mit den Dingern arbeitet, desto größer werden die und desto mehr von den Dingern bekommt man. Und desto schwieriger wird es, die zu handeln. Aber es geht noch. Mit der nötigen Technik und Kraft schafft man das. Trotzdem, Wildwuchs auch hier. Im Grunde ist ja so, dass man diese Patterns runterlädt
und dann aber trotzdem natürlich in seiner Applikation irgendwie bearbeiten kann und editieren kann und was daraus machen kann. Weil jeder hat ja auch irgendwie andere Ansprüche. Also das, was in diesen Libraries drin ist, das passt ja nie so richtig für das, was ich jetzt machen will. Meine Applikation ist ganz anders als alle anderen. Und die braucht was ganz Besonderes. Wildwuchs. Jetzt kam dieser Mann her, das ist der Brad Frost, und der hat sich gedacht, wir bräuchten eigentlich irgendwie eine Systematik, um diese Patterns besser zu beschreiben und besser modular aufbauen zu können. Und er kam mit dem sogenannten Atomic Design Modell daher, was im Grunde sagt, diese Patterns sind aufgebaut, modular und ineinander verschachtelt. Das heißt, wir haben Atome aus mehreren, also Atome sind ganz kleine Komponenten, die man im Grunde tatsächlich nicht mehr verkleinern kann. Ein Button zum Beispiel, eine Farbe oder eine Checkbox oder sowas. Aus diesen Atomen können wir Moleküle bauen. Moleküle sind sowas wie Eingabefelder, Suchen und so weiter. Und wenn wir mehrere Moleküle und Atome kombinieren, dann kriegen wir Organismen. Organismen ist dann das, was wir vorhin als Patterns gesehen haben. Und diese Organismen können wir anordnen in Templates, also in Layouts im Prinzip. Und wenn wir die mit echten Daten füllen, dann haben wir die Pages. Und nochmal auf unsere Analogie zurückzukommen, die Anlage, eine Komponente besteht aus unterschiedlichen Einzelteilen, also ein Knopf, ein Drehregler, ein Display, ein paar Buttons, das sind die Atome. Und diese Elemente, die sozusagen mehrere Buttons miteinander vereinen und gruppieren, das sind die Moleküle. Es ist leider relativ schwer zu lesen, weil wir hier einen Beamer aus der Vorkriegszeit haben. Und das alles zusammengenommen ist dann eben der Organismus. Und diese Organismen, die können wir auf der Seite anordnen und zusammenpacken. Und das ist das Template. Und wenn wir das Template dann mit echten Daten füllen, dann bekommen wir unsere Pages. Nichtsdestotrotz ist es immer noch nur in Anführungsstrichen eine Bibliothek. Zwar besser strukturiert, besser zu verwalten, aber eine Bibliothek. Was wir eigentlich brauchen, und da sind wir auch wieder bei dem Stichwort Designer, ist, wir brauchen keine Bibliothek, die irgendwo in einem Elfenbeinturm zusammengeklöppelt wird und gestaltet wird, sondern wir brauchen eher eine Werkstatt, ein Labor, wo wir mit diesen Komponenten arbeiten können, wo wir die Komponenten zusammenfügen können, neue entwickeln, welche verwerfen, ausprobieren, weil genau das ist ja eigentlich auch das, was wir im agilen Prozess tagtäglich machen. Ausprobieren, gucken, funktioniert es, wenn ja, verwenden wir es weiter, wenn nein, müssen wir nochmal dran. Und diese Arbeitsweise ist Designer im Grunde durch den Begriff Design Thinking eigentlich geläufig, aber in den agilen Projekten ist es gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Und deshalb ist diese Herangehensweise, dass man sagt, wir haben eben Styleguides, die keine Libraries sind, sondern Labore sind, wo wir die Leute einladen, Entwicklerteams mit den Designern zusammen an dem Gerät zu arbeiten, an den Patterns, an dem Styleguide. Hier sieht man so einen relativ klassischen Ablauf, heutzutage, wie das funktioniert, von ersten Scribbles über Wireframes. Dann machen wir die Mockup in Sketch oder teilweise auch noch in Photoshop, unerklärlicherweise. Und dann kommen wir irgendwann zum HTML-Prototyp, wo wir dann wirklich Dinge testen können, Nutzertests machen können, erproben können, schauen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Das Problem ist, dass dieser Gap ziemlich groß ist. Das heißt, von da nach da vergeht verhältnismäßig viel Zeit. Deshalb versuchen wir bei der Scibit zu sagen, okay, wir lassen eigentlich den HTML-Prototyp weg und versuchen so wenig wie möglich an Grafik in Mockups zu machen, also in PNGs, Photoshop-Dateien oder Sketch-Dateien, und versuchen so früh wie möglich ins Labor zu gehen, in die Werkstatt zu gehen und im Pattern Lab eben an den Komponenten zu arbeiten, die weiterzuentwickeln, in den Sprints zu refine und so weiter, um dann am Ende zum entsprechenden Produkt zu kommen. Und das hat nicht nur den Vorteil, dass die Komponenten besser werden, sondern es hat auch den Vorteil, dass die Designer besser eingebunden werden in den Prozess. Die eben nicht mehr, wie gesagt, Elfenbeinturm und dann werfe ich irgendwas über einen Zaun, dann wird das irgendwie runterprogrammiert. Sondern die sind dabei und haben Anteil.
Jetzt haben wir immer noch im Prinzip ja so eine, wir haben unser Lab und wir haben so unsere Library, unsere Bibliothek, aber das ist alles immer noch abgekapselt von der eigentlichen Applikation, die wir dann später entwickeln wollen. Living Style Guides ist ein Begriff, den es auch schon seit einer Weile gibt. Das heißt im Grunde, dass wir entwickeln was, eine Website, und dann gucken wir, welche Styles verwendet die Websites und bilden die in einer übersichtlichen Art und Weise ab. Das heißt, das Ding ist ein Auszug aus dem, um es eben übersichtlicher zu machen, um Entwicklern, Drittanbietern und so weiter die Entwicklung zu vereinfachen. Da gibt es ganz viele Beispiele, Lonely Planet und, da will ich jetzt eigentlich auch gar nicht länger drauf eingehen. Problem da ist, dass man dann teilweise in der Situation ist, dass man irgendwie diesen Änderungen irgendwie auch vor allem als Entwickler hinterherläuft und irgendwie denkt so, ich habe da gar keinen Einfluss, da ändert sich Zeug und es ist zermürbend. Deshalb versuchen wir, einen anderen Schritt zu gehen und zu sagen, dieses Design-System, also das heißt die Verbindung aus dem Development und Design im Pattern Lab oder auch in anderen Tools, also in einem Umfeld, wo wir entwickeln, wo wir eine Werkstatt haben, wo wir ein Labor haben, das ist eigentlich die Basis und aus der fällt die Website raus und aus der fällt dann auch später die Pattern Library raus oder eben andere Möglichkeiten, aus der dieses Pattern Lab können wir andocken direkt an SAP Hybris, ohne nochmal den Umweg zu gehen und händisch Templates zu verändern und JSPs anzupassen, sondern indem wir einfach über die Templating Engine das rausrendern und direkt in Hybris dynamisch darstellen können. Oder eben in Angular, React und so weiter. Also eigentlich dieses Ding hier als Kern, als Basis für alles, was dann später kommt. Und dann hat man irgendwann tatsächlich so einen Ablauf, der eben von den Scribbles über Wireframes, Mockups, dem Prototyp, Pattern Lab bis in Hybris durchgehend ist. Und dann auch entsprechend effizient und schnell ist. Es fehlt dennoch noch eins. Wir haben Patterns, wir haben Styles, wir haben Farben, wir haben das richtige, die richtige Werkstatt, wir haben die Umgebung. Was wir noch brauchen, ist sowas wie Designprinzipien. Also das haben wir, Komponenten haben wir auch, weil um neue Komponenten entwickeln zu können, brauchen wir nicht nur irgendwie, wie gesagt, Farben und Formen und Abstände, sondern wir brauchen eine Idee hinter dem Ganzen. Sonst passiert sowas. Alles korrekte Styles, alles die gleichen Bausteine, ist auch beeindruckend, aber vielleicht lässt so ein bisschen einen durchgängigen Stil vermissen. Was wir eigentlich machen wollen, ist ein Raumschiff bauen, nämlich sowas, den Falken. Und dazu brauchen wir eben den richtigen Kosmos. Wir brauchen unser Universum, was gewisse Vorgaben macht, was gewisse Ideen mitbringt. Und das sind die Designprinzipien. Google hat das gemacht mit Material Design, indem es gesagt hat, Material is the metaphor, bold, graphic, and intentional, motion provides meaning. Das heißt, dieses Materielle, es soll eben gut lesbar sein, es soll klar sein und es tutet. Okay, ich beeile mich. Und Bewegung hat tatsächlich ein sagt etwas aus, hat eine Aufgabe. Es gibt andere Beispiele, SAP Fiori zum Beispiel hat auch ein Designsystem, hat andere Designprinzipien, Role-Based, Delightful, Coherent, Simple, Adaptive. Die sind von jedem, die sind im Grunde von Designsystem zu Designsystem unterschiedlich, aber sind eben wichtig, um als Rahmen zu gelten für alle Leute, die in dem Labor Dinge erarbeiten, neu erarbeiten und trotzdem konsistent, kohärent bleiben und dann halt hoffentlich eine Eleganz entwickeln, die nicht überfrachtet ist, nicht schwer wirkt, sondern locker leicht, sodass man am liebsten sofort mitmachen möchte. Das war's. Vielen Dank.